So, wieder bei Deponia. Ja, letzten Folge haben wir ja hier den Kollegen ein bisschen durcheinander gebracht. Jetzt. Ach, Wildvogel. Müssen wir gucken, wie wir an die Kopfhörer hier für das Funkgerät kommen. Ich habe bei wem gefragt und er hat gesagt, ich muss was mit dem Papagei von Dingsbums machen da, von Ranek. Frag mich nicht was, aber ich geh mal gucken. Wir müssen ja aber, denke ich mal, irgendwie da oben den Typ hier irgendwie ablenken oder so. Papagei. Ich habe Hunger! Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Atmen? Nee. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Schnarchschnabel, Papagei. Papagei. Was machen wir jetzt mit dem? Funkgerät. Rathaus. Bürgermeister oder dieses. Das Teil hier. Fernschreiber. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Katze aus dem Sack lassen, Argy. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Ah, sie süß. Okay. Wir nochmal Gegensprechanlage. Kätzchen. Na, willst du auch mal? Nächster bitte! Süß! Aber nur eine Taste für 4 Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Nächster bitte! 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 Alter Vater! Nächster bitte! Nächster bitte! So, sollen wir noch. Nächster bitte! Kann man noch machen? Nächster bitte! Hier wird nix sein. Nächster bitte! Nächster, ich habe lange bitte! Genug gehabt, jetzt heißt es. Wofür ich alle Zeit Nächster, der Welt bitte! Habe. Nächster bitte! Nächster bitte! Mal Toni vorbeigucken. Danke. Kurbel, Kram, Toni, Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgerutscht. Der Käfig? Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Wellensittich, aka Papagei. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow,
Er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. So. Keine Ahnung. Gehen wir ins Rathaus, gucken mal, was der... Poststelle? Komm, sag es. Nicht da bitte! Gerade hier hoch. Nächster bitte! 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 Hey! Huhu! Hallo! Nächster bitte! Ach du schon wieder! Fass dich kurz! Ich habe zu tun! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Oh, was von wo aus kann ich denn? Wirst du mal müde? Wirst du nicht mal müde? Ich muss zugeben, so langsam habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, ist bei mir der Sack zu. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ach, sie nervt mich auf die Dauer. Gucken, wo man noch funken kann. Nächster bitte! Ja, nichts mehr. Nächster bitte! Der Wenzel noch was? Wenzel? Nö. Notruf. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse Telefonieren. Okay. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Ich glaub's nicht, ja. Nächster bitte! Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Nächster bitte! Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Eieiei, Chaos. Vom Kinderkarussell geklaut!
Rufus hat die Antenne von Frau Hesse bis zum Schluss. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Rufus hat die Schrauben von Kinderkarussell geklaut. Um die Kopfhörer. Was wissen Sie noch? Rufus hat Fischfett in das Trinkwasser gekippt. Jetzt kann's losgehen. Funkgerät. Dann funken wir mal. Hallo? Was ist da jemand? Sie noch? Hallo? Glütes? Rufus hat Fischfett in das Trinkwasser gekippt. Vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Glütes? Komm schon. Deine Liebe. Was wissen Sie noch? Rufus hat den Bremsstrich an Frau Kulis Rollstuhl. Glütes, Glütes. Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernwelt im Schulreaktor erzeugt. Rufus, man nennt ihn Rufus, Rufus. Wie hängt's ein bisschen? Suche meine Verlobte. Was wissen Sie noch? Alle Bewohner Rufus des Bonias. Rufus hat die alte Maschine mit Moment mal. Vom Rathaus. Name ist Glitis. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Was wissen Sie noch? Glitis, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Was wissen Sie noch? Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Was wissen Oder Sie noch? Elysium? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Was Elysium... Sie noch? Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathaus Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, Was ja. wissen Sie noch? Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Ja. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Was Wie viel Sie kostet noch? Ein Ticket Rufus nach Elysium? Hat die Kernschmelze Machen im Schulreaktor Sie sich nicht erzeugt. Lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie Was sich nach Elysium einkaufen. Rufus hat Fischfett Dann kommen wir in nicht ins Geschäft. Gekippt. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe was treiben wollen, dann sagen Sie es lieber Rufus offen. Rufus hat die Erntemaschine also, mit Maus, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das was ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit Rufus nach Elysium, oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Was wissen Sie noch? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Daneben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Was wissen Sie noch? Rufus Sie hat noch? Die Erntemaschine Vielleicht gibt es doch ein vom Rathausdach zu stehlen. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Was wissen Sie noch? Wir treffen uns Rufus ganz oben auf die der Plattform. Von Frau Schaffen Sie das? Geklaut. Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Was Goal am Ende gar nicht gefunden? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Was? Okay. Rufus hat obere Fischfett Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme.
mit diesen Worten bis zur nächsten Folge.